Hallo, eine weitere Folge Sneaky Sneaky, Let's Play or Die. Cursed Canyon, und zwar der dritte Level davon. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Erstmal gehen wir in den Shop und gucken, was wir noch brauchen. Wir könnten hiervon auf jeden Fall noch einen Hammer gebrauchen. Aber nicht zu viele, weil wir wollen ja auf die 5000 kommen, damit wir mehr Items reintun können. Wobei mir der Köcher natürlich wichtiger ist. Egal, wir sind gespannt, ob der Level genauso gemein ist wie der letzte. Oh! Okay, was ist mit Feuer? Wieder neue Gameplay-Mechanik. Please maintain a safe distance from the volatile explosives. Pointed objects prohibited. Pfeile. Alles klar, das wird geil. Also, mit Pfeilen auf die Dinger schießen und dann, bis es explodiert. Ja, so kriegt man die Steine drumherum weg, ohne dass ich hier die Spitzhacken vergeuden muss. Das ist schön. Das macht Spaß. Und wieder ist das Spiel so schön, dass es mir wieder noch mehr Spaß macht. Und Geld, Geld, Geld. Wir kommen auf die 5000 zu und für 5000 kriegen wir nicht nur ein Achievement, sondern auch noch zusätzlich ein Item aus dem Shop. The Maze of Thorns. Okay, das ist ein Maze. Ein Kaktus-Maze. Und wir haben keine Map. Das, auch das erinnert wieder an bestimmte Zelda-Level, ne? Wir müssen uns irgendwie an den Thorns orientieren, nehme ich mal an. Okay. Ob es hier auch Feinde gibt in dem Level? Aha. Okay, Moment. Wir gehen erstmal einmal in jede Richtung, um zu gucken, was so passiert. Okay. Oh, dieser Level wird bestimmt doof. Nein, easy. Man muss immer da lang gehen, wo die Thorns sind. Wollen wir wetten? Das heißt ja Maze of Thorns. So, hier ist ein Scroll und jetzt gibt es auch wieder Feinde. Was steht hier? True grit and swear and paths wind blown by petal and thorn, the way is shown. Das haben wir ja schon rausgefunden. Bla bla bla, rock hammers in stock, now full price. Die haben wir doch schon gekauft. Der braucht uns doch nicht vereiern hier. Also er hat gerade gesagt, wir können diese Steinhämmer kaufen. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt will. Oh, das war gerade cool, oder? Weil jetzt geht er nämlich hier hin. Oh, wieso hat er mich denn detected? Wieso darf der das? Das muss man mir aber erstmal erklären. Wieso erkennt er mich bitte, wenn ich im Gebüsch bin? Jetzt habe ich nur noch ein Herz. Jetzt muss ich meinen Heiltrank benutzen. Also sorry, das finde ich ja... Finde ich nicht gut. Irgendwie. So. Komm, den lassen wir mal schön explodieren. Bam. Okay, Player moves first, weil das ja klar ist. Ist ja auch ein cooles Viechchen, ne? Dieses Skelett. Okay, aber ehrlich gesagt, das war doch Link gerade eben, oder nicht? Also jetzt gemein im Sinne von, ne? Und wie vor allen Dingen komme ich an die Rubies bitte dran? Wenn nämlich... Okay. Wenn er mich jetzt gleich wieder entdeckt, kriege ich natürlich einen Kotzkrampf. Sneak. So, jetzt hat's geklappt. Ich verstehe es nicht. Wieso hat's? Ach, wisst ihr was? Es kann natürlich sein, dass er mich gesehen hat, während ich in das Gebüsch reingeschlichen bin. Und hier ist bestimmt ein Zettel, den man lesen sollte. Hier steht Excavation Pass. Okay, das heißt, man sieht auch schon an dem Fass da oben, dass da bestimmt ein Rubin ist. Oh, ich merke schon, das Rubin finden wird bestimmt in Zukunft schwieriger. Oh, shit. Jetzt müssen wir zählen, Felder zählen. Da wollte ich gar nicht hin. Okay, Glück gehabt. Nummer 1. Das war Glück. Nummer 2. Schön daneben geschossen und jetzt habe ich nur noch einen. Gar keinen habe ich mehr. Aber macht ja nichts. Der ist ja eh glücklicherweise weit genug weg. Der macht uns gar nichts. Es wären nur mal wieder ein paar Fässer schön, ne? Langsam wird es nämlich knapp hier. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Schimmer mehr. Okay. Okay. Ob ich das schaffe, von da hinzuschießen? Müsste eigentlich, ne? Wie soll ich das denn? Nein, wisst ihr was? Ich will eigentlich hier hin.
ich an ihm vorbei da ranschießen kann? Das probiere ich jetzt mal. Okay, das war so klar. Okay. Naja, macht ja nichts, wenn ich ihn jetzt nochmal treffe. Okay, so viel dazu. Das hat gerade so geklappt. Ich werde nicht alle Rubine finden, oder? Was denkt ihr? Ich denke, der Level ist gleich zu Ende und mir fehlen dann alle Rubine. Hier gibt es auf jeden Fall zwei Orte, wo man vorbeilatschen kann. Ach so, man kommt dann wahrscheinlich hier nochmal rum. Einmal hier, einmal da. So schaut es zumindest momentan aus. Hier ist der Rubin. Alles klar. Ja, lauf, lauf, lauf. So, ich bin nochmal dran. Und den anderen machen wir dann auch gleich noch mit platt. Haben nur leider nicht genug Pfeile. Oh, shit. So, und jetzt komme ich bestimmt nicht rechtzeitig weg. Ich könnte mich natürlich hier hinter verstecken. Jetzt ist der andere dran. Und glücklicherweise darf er gar nicht weitergehen. Genau, und verpieselt sich schön schnell wieder. Das ist gut. Gut, müssen wir durch. Der sieht mich ja nicht. Genau. Okay. Ein Pfeil ist eigentlich ein bisschen arg wenig, ne? Komm, wir machen mal wieder so einen Sneaky-Versuch hier. Mal gucken, ob es klappt diesmal. Ja, klappt. Bam. Und das Ding konnten wir wieder mitnehmen. So macht es am meisten Sinn, weil dann verliert man es nämlich nicht. Haben den Rubin. Aber ich habe das Gefühl, dass das der dritte hätte sein müssen. Irgendwie fühlt sich das wie der dritte Rubin an. Und wie soll man bitte den hier kaputt schießen, ha? Huh? Muss ich wohl einen opfern. Wollen wir das machen? Ich denke, das wird es wert gewesen sein, oder? Ich denke, hier wird der dritte Rubin drin sein. Hab's doch gewusst. Okay. Okay. Schauen wir mal. Ich habe nur noch einen einzigen Pfeil. Okay. Das heißt, ich muss ihn jetzt wirklich erschlagen. Aber ich habe ja noch voll Energie, von daher geht's noch. Er zieht ja. Das heißt, er wird mich nur einmal... Ich bin ja nochmal dran. Ich habe auch noch drei volle Züge. Das heißt, ich könnte auch noch schnell... 2, 3. Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin. Sehen wir ja. Ich denke, er wird mich sehen. Ich denke, er wird mich sehen. Ich denke, er wird mich... Ich hätte ihn jetzt gerne... Ja! Oh, diesmal hatte ich aber Glück. Okay. Feind ist dran. 1, 2. Er wird mich einmal hauen. Aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich kann ihn dann... Und dann haben wir das. Und es gibt ein neues Item scheinbar. Da bin ich ja mal gespannt. Ein Oil of Nightshade. Use with arrows to put enemies to sleep. Oh, jetzt sind wir wirklich bei Metal Gear Solid, hä? Jetzt haben wir eine Betäubungsknarre. Cool, cool, cool. Wie cool ist das denn? Weil, dann können wir sie nämlich in die Schränke zerren. Oh, und hätte ich den gerade nicht aufgesprengt hier, ne? Hätte ich den Hammer nicht hierfür benutzt, hätte ich das alles gar nicht gefunden. Dann hätte ich dieses coole Item nicht. Und dann hätte ich das Spiel auch gar nicht so cool, cool, cool mit voller Bewertung beenden können. So. Ja, das war gut. Na? Ach, der geht nicht in Sand wahrscheinlich, ne? Doch, der geht in Sand. Bam! Okay, Encounter. Ich darf zuerst. Und zwar wieder verstecken. Ja, soll er mal. Ich will es jetzt wissen. Manchmal muss man auch mal mutig sein. Okay. Pop. Gott, das war okay. Das war relativ simpel. Und ich würde hoffen, auch mir selbst zuliebe, dass der Level jetzt auch mal langsam beendet ist. Ja, weil eigentlich war der schon lange genug. Okay.
Ist uns das wert? Ja, komm, ist uns wert. Zwei Geldbeutel. Obwohl, na doch, also das heißt, eigentlich haben wir 50, knapp 50 haben wir dadurch bekommen. Weil 150 kostet so ein Holzding, so ein Hammerding. Haben wir jetzt, gar nicht schlecht. Nice, das sind drei Sterne, die kommen mir sehr gelegen. Und wenn wir Glück haben, noch ein Level Up. Ja, Level 8, schön. Also, was brauchen wir? Wir brauchten, komm, wir machen mal die Boots auf volle Kanne, dann haben wir das wenigstens geschafft. Hier ist jetzt also alles auf Maximum, bis auf das Herz. Und ab jetzt werden unsere Hitpoints immer, immer besser. Das ist schön. Jetzt kaufen wir nochmal kurz im Shop die wichtigsten Sachen ein, damit wir in der nächsten Folge das nicht vergessen. Also einen Heiltrank brauchen wir definitiv. Von den Dingern wieder zwei. Man weiß ja nie. Aber komm, lassen wir ruhig drei sein. Kann ja nicht schaden. Das Problem ist, jetzt sind wir wieder natürlich sehr, sehr niedrig. Ich würde mir gerne den kaufen, aber ich will dieses Achievement haben. Das heißt, ich muss einmal bei 5000 Goldmünzen gewesen sein. Und ich würde mal behaupten, das schaffe ich in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.